keine bestimmte Richtung. Ich glaube, das ist einfach dieser Prozess, den so eine Band durchmacht, dieses, dass jeder irgendwie neue Sachen ausprobiert und jeder sich auf seine Art weiterentwickelt. Ich glaube, das hört man auf jeden Fall schon, dass das musikalisch auf jeden Fall ein Schritt nach vorne ist und ich hoffe auch gesanglich. Ich hoffe es auch. Ja. Un développement, mais c'est un processus tout à fait normal, c'est pas un développement qu'on a forcé, mais un développement naturel, chacun d'entre nous a appris des choses, et on espère bien sûr qu'au niveau musical ça s'est développé, et Billy j'espère qu'aussi au niveau de la chanson ça s'est développé, et comme dit Gustave, j'espère aussi que ça s'est développé au niveau musical. Nein, also das alte Album habe ich auch eingesungen, da war ich ja 13 und jetzt habe ich ja gesungen mit 17, also allein das schon ist ein sehr, sehr großer Unterschied, bei dem man dann auch hört. La grande différence est évidemment qu'au début, le premier album, l'enregistrement, j'avais 13 ans. Maintenant, j'ai 17 ans pour le deuxième. Donc ça, c'est déjà une différence qui s'entendra forcément. Ça, c'est sûr. Ich glaube, wir haben generell sehr, sehr viel ausprobiert. Also wir haben irgendwie ganz, ganz viel dazugelernt durch das viele Live-Spielen im letzten Jahr. Und ich glaube, das hört man ganz deutlich auf dem Album. Und natürlich hat jeder mal was Neues probiert, so Tom auf der Gitarre und so weiter. Also das schon. Aber ich glaube, der Stil, wie Sie schon gesagt haben, ist auf jeden Fall gleich geblieben. Also wir haben auf jeden Fall uns jetzt nicht vom Stil großartig verändert, sondern man hört eigentlich so eine ganz normale Entwicklung, die eine Band so durchmacht. Bien sûr, on a beaucoup essayé, on a beaucoup expérimenté parce que tous les quatre, on a beaucoup appris lors de notre production sur scène, on a beaucoup joué en direct et ça, bien sûr, ça a participé à notre évolution. Tom, en guitare, il a beaucoup essayé, il a beaucoup expérimenté aussi, mais le style est resté quand même le même et je dirais que le développement est un développement tout à fait naturel d'un groupe normal. Ja, also ist schwer, das irgendwie zu definieren. Also ich bin immer nicht so ein Freund davon, das in irgendwelche Schubladen zu stecken und mit irgendwas zu vergleichen. Also ich würde sagen, da wir so unterschiedlich sind, haben wir auch ganz, ganz unterschiedliche Einflüsse in der Musik. Und sie klingt oftmals ganz unterschiedlich. Also wir haben ja auch ein ganz, ganz gemischtes Album mit Abtempo-Nummern und Rock-Nummern, aber auch Balladen. Und also wenn ich das jetzt grob umschreiben müsste, würde ich einfach sagen Deutschrock. Deutschrock. En fait, c'est difficile, j'aime pas trop, je suis pas trop un fan de mettre des catégories, mettre des tiroirs, de définir ça vraiment de façon précise, claire et nette. Je pense qu'on a beaucoup de choses différentes, on a toujours des goûts très différents tous les quatre, on a beaucoup d'influences différentes. Notre album reflète ces différences, c'est un album qui a du rock, qui a des ballades, donc c'est... S'il faut vraiment donner une définition, c'est du rock allemand, voilà. Also wir haben gar keine bestimmte, also es ist immer schwer, das auf eine Message irgendwie zu beschränken, weil jeder Song hat seine Geschichte und seinen Inhalt und jeder Song bringt auch was anderes rüber. Und wir wollen gar nicht irgendwie sagen, wie irgendjemand was finden soll, sondern ich glaube, das ist echt jedem selber überlassen und jeder soll halt entweder sich darin sehen oder auch nicht. Also jeder hat, glaube ich, seine Geschichten und jeder Song hat vor allem seine Geschichte. Es ist ja so viel passiert und so weiter. Also wenn man nur eine Message hätte, die wir sagen wollen, so dann wäre es auf jeden Fall ganz schön traurig. Also wir haben auf jeden Fall immer sehr viel zu sagen. Darum so viel Musik. On n'a pas vraiment le message particulier à véhiculer. Chaque chanson a son propre message, son propre histoire et chacun peut y voir ce qu'il veut. Et Tom Lee, il y a tellement de choses qui se sont passées ces derniers temps, ça serait un peu triste de devoir réduire ça à un seul message. Donc on a plein de messages à passer finalement. Ja, also sowohl als auch, also es geht quasi darum, um das, was wir auch erlebt haben, aber auch was viele, viele andere Menschen erleben, nämlich irgendwie eine Alltagssituation und wir wollen halt, dass man aus diesem Alltag ausbricht, dass man seine Ziele und Träume verfolgt, das haben wir ja gemacht und natürlich liegt dann vor einem, öffnet sich eine ganz neue Welt und vor allem ergeben sich ganz viele neue Chancen, die man hat und das besingen wir halt und wir hoffen, dass ja, wir natürlich in Zukunft, dass es so weiter geht, ja, das haben wir uns natürlich vorgenommen. So. Sûrement on parle de ce qu'on a vécu, mais aussi de ce que vivent tous les jours les gens au quotidien. C'est en fait de ne pas oublier ses buts, ses rêves, et c'est ce qu'on a fait. On a suivi nos rêves, on a suivi nos buts, et voilà, on est là maintenant. On a beaucoup de chances qui se sont ouvertes à nous, et c'est très très important de ne pas perdre ça des yeux. Wir haben beim ersten auch schon
schon überall mitgeschrieben. Also es ist immer wichtig, dass wir in allem mitarbeiten und wir würden zum Beispiel nie einen Song nehmen, an dem wir nie mitgeschrieben haben. So, also alle Songs. Das bei uns mit ganz wenig. Also wir schreiben immer an allen Songs mit und auch bei dem zweiten Album haben wir wieder mit unseren 4 Produzenten zusammengearbeitet, so genauso wie beim ersten. En fait, on participe à toutes les chansons, il y a toujours une partie de nous. Pour nous, c'est essentiel de participer à toutes les chansons. On ne pourrait pas du tout s'imaginer de chanter une chanson qui ne nous appartient pas. Donc pour nous, c'est vraiment important de participer ensemble avec notre groupe de 4 producteurs. On a fait ça pour le premier album et on le fait pour le deuxième également. Also meistens ist es so, dass man irgendwie eine Idee hat. Ich zum Beispiel habe irgendwie eine Textidee, die mir meistens unterwegs kommt. Ich habe immer ein Diktiergerät und einen Laptop dabei und nehme das immer alles gleich auf, damit man nichts vergisst. Und dann komme ich irgendwie zu den Jungs, die haben dann Ideen, was das Musikalische angeht und zusammen im Studio entsteht dann der Song. Also meistens ist es so, dass irgendeiner eine Idee hat. Also inhaltlich entstehen die meisten Themen und Songs auf jeden Fall unterwegs, also weil wir waren in der letzten Zeit nur unterwegs. Und das zweite Abend wurden praktisch die Ideen immer nur on Tour gesammelt sozusagen und ja, und die Songs an sich entstehen natürlich dann immer auf Gitarre und Gesang und der Rest wird dann halt, wie gesagt, arrangiert im Studio. En fait, tout part d'une idée. Au début, Bindi, moi j'ai toujours mon ordinateur avec moi, mon dictaphone, et quand j'ai une idée, j'enregistre les textes qui me viennent. C'est toujours en voyage. Les chansons du deuxième album se sont tous créées pendant les voyages, les idées. Donc ça part d'une idée, la plupart du temps, de la chanson et de la guitare. Et le reste, après, on se met ensemble, tous les quatre, en studio, et on crée la chanson en tant que produit fini. Also wir haben gar nicht so eine bewusste Inspiration, wir nehmen uns keinen Künstler und sagen, okay, so soll der Song jetzt klingen. Ich glaube, sowas passiert immer unbewusst und man nimmt im täglichen Leben einfach ganz viele Sachen auf, wo man sich einfach unbewusst von inspirieren lässt. Und ich glaube, bei uns ist das einfach die unterschiedliche Musik. Das sind ja ganz, ganz verschiedene Sachen, die wir hören. Und ich glaube, die inspirieren einen unterbewusst und die fließen mit ein in die Musik. On ne peut pas vraiment dire qu'il y a des artistes prédéfinis qui nous inspirent de façon directe, c'est plutôt de façon inconsciente dans la vie de tous les jours. La musique différente que chacun d'entre nous écoute, c'est des choses qui nous influencent de façon inconsciemment, mais on n'a pas vraiment d'artiste précis qui comprend et qui nous inspire directement. Also ja, das auf jeden Fall auch, aber es ist mehr oder weniger Zufall, dass das jetzt so passt mit Tokyo Hotel und Zimmer 483. Das war eigentlich nicht so geplant. Also wir können auf jeden Fall schon so viel verraten, das Zimmer 483 gibt es wirklich und es ist ein ganz, ganz großer Schritt für das zweite Album in diesem Zimmer gemacht worden. Und ja, darum heißt das Album auch so. Aber also das passt natürlich gut zusammen. Tokyo Hotel, Zimmer 483 passt auf jeden Fall sehr gut. C'est certainement une chose qui va bien ensemble avec notre nom, mais c'est pas quelque chose qu'on a visé exprès, c'est quelque chose qui est arrivé par accident. Pour l'instant, on ne veut pas trop en parler. Tout ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est que la chambre 483 existe vraiment. C'est une chambre qui a beaucoup participé dans un grand pas vers ce nouvel album, mais vous en saurez plus dans le temps, le moment venu. Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das zu synchronisieren und es war eine schöne Erfahrung für mich. Es war ein toller Film und Luc Besson ist sowieso ein sehr, sehr cooler Typ, der hat geile Filme gemacht und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also ich könnte mir vorstellen, das normal zu tun und mal sehen, was da so kommt. Also wenn ich sowas mache, dann muss das immer Filme sein, die mich wirklich begeistern, für die ich einfach auch eine Energie entwickle. Und bei dem Film war das so, der hat mir von Anfang an gefallen und wenn nochmal sowas kommt, würde ich bestimmt nochmal machen. C'était une super bonne expérience, ça m'a fait beaucoup plaisir, je me suis bien amusée, et le film est génial et Luc Besson évidemment c'est un super mec qui a fait des films absolument géniaux et je pense que c'est une expérience que j'aimerais bien renouveler s'il y a autre chose qui se présente, pourquoi pas, mais il faudra évidemment que ce soit des films qui m'inspirent vraiment.